So, was gibt's Neues? Was? Aus dem Weg! Oh, Scheiße! Mach die Doritos und den Mountain Dew bereit! Wo ist es? Hier! Holy shit! Das neue Update ist draußen nach 50.000 Jahren. Ja, dass ich das noch erleben darf. Ah! Ja! Jetzt geht's los! Jetzt geht's los! Jetzt geht's los! Jetzt geht's los! Jetzt! Nach unglaublichen 3 Stunden bin ich jetzt endlich hier drin und kann es mal spielen. Es hat sich ein paar Sachen verändert, unter anderem die Engine. Die wurde jetzt abgedatet auf die Drago Engine 4 und ich sehe jetzt bereits, der Panzer sieht anders aus. Das macht nämlich die Engine, die hat ein neues Rendering-Tool eingeführt, wodurch Modelle jetzt viel besser dargestellt werden. Ohne irgendeinen FPS-Verlust, was natürlich super ist. So, und hier kann man tatsächlich eine Übersicht sehen. Oder klicke hier, klicke, klick hier, klick. Ich kann da. Nein. Man kann da nicht. Man, nee. What the fuck? Oh, ich glaube, es Hello passiert everyone, außerhalb. welcome to Update 1. So, nachdem dieses Video aus ist, das irgendwie im Steam Overlay auf war, das ich nicht angucken konnte, weil der Steam Overlay sich nicht geöffnet hat, ist jetzt endlich zu Ende. Und wir schauen uns mal die Fahrzeuge an. Gut. So, die Amerikaner, die haben. Ja, was haben die? Die haben ein bisschen was bekommen. Zum Beispiel den T-92. Ein leichter Panzer mit ordentlicher Kanone und. Ohne Scheiß. Die Nachkriegszeit der Panzer, was sie für Türme gebaut haben. Ja, diese Rundumsicht. Das ist so witzig. Diese ganze Rundumsicht in den Türmen, dann die 2 MGs. Also die Amerikaner wollten echt auftrumpfen. Dann Kaliber 30, dann Kaliber 50. Also echt witzig. Hier hinten einfach noch so ein Kettenglied drumherum gespannt. Am Ende der Kanone. Also, und da noch ein Hülsenauswurf. So sieht das aus. Jupp. Wie hat man das denn nachgeladen? Musste der Typ hier so ganz nach hinten so. Und so. Oder was? Sieht sehr kompliziert aus zum Nachladen. Hat aber eine Nachladezeit von 6,5 Sekunden. Das ist verdammt niedrig für ein Stufe 5 Fahrzeug. Jo. Und ja, ich hab's richtig gesehen. Man bekommt den M62 Pershing nur, wenn man den Calliope hat. Der hat auch Raketen. Das sind die T-99 Raketenwerfer. Also ich glaube für das Geld, also der Calliope kostet glaube ich schon so um die 40 € und dann der hier auch noch mal so um die 30. Für das Geld ist das schon heftig. Wir gucken uns den mal an, wir machen eine Testfahrt. Und gucken mal, was da so bei rumkommt. Ein Glück kann man die ganzen Premium-Fahrzeuge Test fahren. Wäre auch schlimm, wenn nicht. So, gucken wir uns das Monster doch mal an. Ja. Wirklich näher ranzoomen kann ich mit dem schon mal nicht. Die Kugel ist durchgeschlagen, auch nicht schlecht. 800 DPI. Jo. Und mal gucken. Ja. Ich wollte jetzt eigentlich. Warum gehe ich damit in die Ansicht? Ich möchte nicht in die Ansicht gehen, ich möchte gerne die Raketen auswählen. Oh. 1600 DPI. Haben die das für den Waffensystem schon wieder umgestellt? Also, Raketen, keine Ahnung, wie man die abfeuert.
Das war's mit dem amerikanischen Forschungsbaum. Gehen wir über zum deutschen. Dort gibt es jetzt den Jagdpanzer 4-5. Der sieht recht schick aus, finde ich. Ist ein Nachkriegsjagdpanzer. Und der macht auf jeden Fall was her. Der ist echt... Also ich finde den hübsch. Der hat auch so viel... Alter, was hat der denn für einen fetten Motor? Na gut, der fährt auch seine 70 km/h, von daher... Das ist natürlich schon heftig. Wenn der aber eins links in die Seite reinbekommt, ist Essig. Die haben auch neue zerstörbare Umgebung reingebaut, ein paar neue Karten, unter anderem Köln. Und die Traktorfabrik von Stalingrad. Da haben sie original nachgebaut. Die kennt man vielleicht schon aus Spielen wie Red Orchestra. Da ist sie auch vertreten. Und die Deutschen haben jetzt den Panzerwerfer. Panzerwerfer 42 mit Nebelwerferkanone. Mal gucken, ob ich den in irgendeiner Weise bedienen kann. Ich glaube schon fast nicht, wenn ich die scheiß Raketen nicht auswählen kann. Juhu. Neues Hintergrundbild, glaube ich. Zumindest habe ich das so noch nie gesehen. MG42, das haben sie jetzt auch endlich eingefügt. Hört sich nur nicht wie ein MG42 an. Das Ding hört sich auch noch genauso an wie ein Dings. Bist du jetzt verarscht? Jetzt geht der Zoom nicht mehr? Muss ich also einstellen, okay. Leck mich doch am Arsch. So. Yeah. Mit einem Schuss ein T-34 zerstört. Ah, bist du da? Oh, das war zu weit jetzt. Also ein bisschen höher. Da noch ein kleines Stück. Jetzt habe ich keine Raketen mehr. Fuck. Ja, aber nicht schlecht. Der Panzerwerfer ist witzig. Gut. So, jetzt bei den Russen ist auch was Neues dazugekommen. Ich bin mir gerade noch nicht sicher, was. T10M? War der schon vorher drin? Bin ich mir gerade nicht sicher. T34. Oh. Gut. Die haben auch einen neuen Panzerwerfer bekommen. Und zwar den BM824. Den gucken wir uns natürlich auch an. Sobrisoch. Oh Mann. So hoch. Ja, kativischer Raketenwerfer. Ah, super. So hoch. Turmtreffer. Yeah! Oh, die Raketen fliegen recht weit. Das ist ein bisschen komisch. Die fliegen einerseits eine gerade Linie, haben aber erstmal einen Abfall und dann, ja. Stranke ist das, sehr stranke. Oh, der hat nur einen sehr eingeschränkten Zielbereich. Das heißt, man kann nicht einfach so hier so den überall hindrehen und einen Panzer bekämpfen, der um einen herumfährt.
Dafür ist das Ding aber auch mega vernichtend. Wir fahren gerade mal rüber zum Jagdpanzer-Tiger. Gucken mal, was wir da anstellen können. Yay. So, was funktioniert jetzt mein Ein- und Auszug wieder? So ein Dreck ohne Witz. Es kommt erstmal ein neues Update raus, dann funktioniert meine ganze Steuerung nicht mehr. Ist auch wunderbar. Meine beiden Oculars funktionieren auch nicht mehr. Das wichtigste Feature im Spiel. 34 km/h. Naja, eigentlich noch recht schnell, aber trotzdem kacklahm. Hallo Panther. Das ist der berüchtigte Tiger 2. Dem ich absolut keinen Schaden mache. Okay, den Tiger 2 geht schon mal nicht. Das war das auch. Was gibt's jetzt alles noch so? Also, ich glaube, die Russen haben jetzt inzwischen das größte Premium-Paket, das man irgendwie kaufen kann. Hier ist echt alles dabei. Jo. Und die Briten haben ja... Ja. Die Briten haben auch Panzer bekommen. 4 Stück. Premium. Wow. Nach dieser ganzen Zeit habe ich eigentlich gehofft, dass da ein bisschen mehr kommt, aber... Ja, ich meine... Noch ein Sherman... Firefly und ein modifizierter Churchill Panzer Black Prince. Ja, eine weitere M10 Version der Achilles 17 Pfünder auf Rang 2. Ja. Und ein... Ist das ein Cromwell? Er sieht aus wie ein Cromwell, ist aber glaube ich noch ein Challenger, oder? Ne, kein Challenger. Wie hieß der? Hieß der Challenger? Da gab's noch einen. Fällt mir gerade nicht ein. Ja. Ich habe ein bisschen mehr erwartet bei den Briten. Anstatt jetzt das hier. Na gut, Japaner haben sowieso keine Panzer gehabt, keine Nennenswerten. Und ja, ansonsten ein bisschen mehr Flugzeuge hier und da. Ja. Und es gibt ein neues Panzer-Tutorial, das gucken wir uns gleich an. Da gibt es 5000 Credits, das ist super. 5000 Credits, die ich brauche. Short Tutorial Course of Shooting at Armored and Deep Targets. Bedingungen sind Wind, Südost, 15 Knoten. Oh, das ist ein Panther 2. Willkommen zum zweiten des Panzerkampf-Tutorials. Drück seine beliebige Schaltfläche, um fortzufahren. Funktioniert wunderbar. Also ich weiß nicht, was mit dem Spiel ist. Das ist nur gut. Fahren wir halt mal vor in die teilgedeckte Stellung. Wie Sie vermutlich in Kämpfen gegen andere Spiele bereits bemerkt haben, kann ein Durchdringen durch eine feindliche Panzerung recht schwierig sein. Drücken Sie eine beliebige Schaltfläche, um fortzufahren. Zielen Sie auf den hervorgehobenen Panzer. Verstanden. Dieser Panzer hat seine Frontpanzerung auf Sie ausgerichtet. Der Panzerungsschutz ist hier in der Regel am größten. Wird das Hilfskreuz grün, können Sie dennoch durchschlagen. Suchen Sie nach einer Schwachstelle in der Frontpanzerung und zerstören Sie den Panzer. Ausgezeichnet. Zielen Sie jetzt auf den anderen in der Nähe stehenden Panzer.
Ich weiß gar nicht, warum die Leute immer so rumheulen, die deutschen Panzer wären scheiße. Ich habe gerade einen verdammten IS-4 mit einem Schuss weggeholt. In die Front. Also komm, hört auf zu weinen, Leute. Es ist ja lächerlich, was ihr da betreibt. So. Das ist schon ein bisschen schwieriger bei dem. MT-32. Durch den Sichtschlitz. Das war die Kanone. Dieser feindliche Panzer. Wie man sehen kann, ist das Ziel gut geschützt. Ja. Handkerngeschosse, APCR, helfen in der. Schalten Sie diese Munitionsart nun aktiv. Sie haben auf Hartkerngeschosse, APCR, gewechselt. Diese Geschosse können beinahe jede Panzerung durchschlagen, richten allerdings weniger Schadenswirkung an. Ready fire! Damit können Sie nun beispielsweise auf die Munitionsreserven des Zielpanzers schießen. Vielleicht können da manche noch was lernen, die ständig rumheulen, die deutschen Panzer seien so scheiße. Gute Arbeit. Kommen Sie jetzt zur nächsten Schussposition. Guck mal, hier lernen die, wie den verdammten T-32 zerstört. Heult nicht immer rum. Ihr Pussys. Ein IS-4 und einen verdammten T-32 mit einem Schuss zerstört. Wechseln Sie jetzt. Die Flugbahn des abgefeuerten Geschosses folgt einer ballistischen Kurve und Ihr Fadenkreuz gibt an, wohin das Geschütz zielt. Wenn Sie mittels dieses Fadenkreuzes auf ein entferntes Ziel feuern, wird das Geschoss sein Ziel nicht erreichen und vorher aufschlagen. Da rechts sieht man jetzt, wie dick die Panzerung ist und in welchen Aufschlag. Das ist vermutlich Arcade. Einer weniger. So. Toller Schuss. Hervorragend. Yeah. Sie haben gewonnen. Jetzt sind Sie ein wahrer Panzerfahrer. Auf jeden Fall. Bekomme ich den Panther 2 auch? Das wäre cool. Gibt es noch weitere Tutorials, Ausbildungskurse? Nein, glaube nicht. So, was ist denn heute am Start hier? Ui, tolle Sachen sehe ich hier. Mal gucken. Mit dem Jagdpanzer 4 kann ich rein. Oder mit der Stucki. Oder mit dem Panzer 4. Ich nehme mal einen Jagdpanzer 4. Da ich zurzeit sowieso auf den Dingenskirchen gehe. Hier auf den Panzer 470. Kann ich das ruhig machen. Oh, es geht wieder nach Polen. Ja, wunderbar. Wunderbar. Oh, das war streng. So, ich mache jetzt noch ein Match. Sieht alles ein bisschen anders aus. Gut. Wir kämpfen gegen Russen und Amis, okay. Letztens war ich in sehr vielen Matches dabei, wo Amis mit Deutschen zusammen waren. Das war auch nicht schlecht. Tatsächlich hat man dann hauptsächlich gewonnen, witzigerweise. Aber ohne Scheiß die ganze Heulerei auf Facebook und so weiter. Die deutschen Panzer seien ja so schlecht und scheiße. Ich weiß nicht, was die Leute erwarten. Es ist ziemlich gebalanced, muss ich sagen. Aber die Leute wollen ja anscheinend, dass der Tiger irgendwie 50 Schüsse einstecken kann. Oh, vielen Dank, du Scheißmauer. Vielleicht haben sie auch endlich den Scheißpanzer 4 hier mal ein bisschen geändert, weil ich hatte ja immer das Problem, sobald ich mit dem in eine Grube reingejumpt bin, hatte der sofort einen Ausfall. Komm, dreh die Kanone mal ein bisschen schneller. Oh, die haben das verändert. Und warum? Ach, leck mich doch am Arsch. Lifetime 301 Punkte. Okay. Meine Abschusswürfe. Komm, wir gehen mit der Ju rein. 250 Kilogramm Bombe. Das sieht schon alles ein bisschen besser aus. Klar, die Cockpits waren schon immer hochqualitativ.
So, da hinten ist das Dorf. Aber ist das jetzt echt so? Kann man nicht mehr mit jedem Panzer so heftig ranzoomen? Das wird, also das war schon heftig. Oh mein Gott, das fand ich intim im oberen Bereich A. Wenn ich jetzt so sehen könnte, wo sie sind. Da unten ist alles so klein. Da sieht man gar nichts. Na, an den Bildschirm ran. Nehmen die nur noch ein? Ich glaube nicht. Wo sind die feinen Panzer? Ich brauche Deckung! Die Karte ist man auch nix. Alright. Halt, Schuss und ich war weg. Seems legit. Ach, wie süß ein Marder. Ausführung A auch noch. Ich hätte gerne meine Binoculars. Vor allem, die machen jetzt Sinn. Weil ich kann hier nicht mehr so reinzoomen. Nur noch so ein bisschen. Und ich kann nicht mal sagen, ob das jetzt realistisch ist oder nicht. Aber meine Grafik ist auch schlechter. Die Grafik hat sich zurückgesetzt. Dann sieht sie hoffentlich wieder besser aus. Oh mein Gott. Jetzt ist das nicht mal so, dass man auf den Punkt fixiert ist mit der Kanone, auf den man guckt, sondern ich wette, das kann man umstellen. Das kann man irgendwo umstellen. Das gehört jetzt zum Simulation dazu. Schau mal gerade. Optionen. Zur Position mit eingenommen. Inakzeptabel! Verzeihung! Der versteckt sich hier bestimmt hinter dem Gebäude. Ja, da habe ich einen Motor gehört. Fucker, fucking shit. Ah, abgeprallt. Der Jagdpanzer 4 ist eine harte Nuss. Für die Stufe. Ist eigentlich so ungewohnt. Oh, das ist jetzt wie ein Flugzeug, das ist richtig hässlich. Kümmert euch nicht, der macht nur Vegetation weg. Ah! Shit. Fucking Longshot. Oh, God damn it. Also die Kamera ist jetzt fix fixiert. Auf die Ansicht des Schützen ist eigentlich nicht schlecht, es ist ja realistisch. Aber es ist verdammt ungewohnt. Dass man nicht mehr so reinzoomen kann, ist auch ziemlich ungewohnt.
Alter, halt doch die Fresse. Bestimmt Jason oder Basti oder irgendjemanden. Der will, dass ich Arma zocke oder hier mit ihm das Ding zocke. Fucking Weapon Carrier. Das Furchtbare ist, der kann mir auch noch tatsächlich Schaden machen, wenn er will. Ich ziehe mit dir in die falsche Richtung mit meinem G. Oh, Fahrer ausgeschaltet. Komm doch ran. Junge. Mach dich platt. Die kommen auch echt alle über diese scheiß Hauptstraße. Wir haben die Initiative. Holy shit. Ich habe kein Binocular. Ein Gebiet wurde von verbündeten Truppen eingenommen. Shit, 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 shit. Shit, 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 shit. Kritischer Treffer. Kann seine Kanone nicht bewegen. Jetzt eins in die linke Seite, dann ist er down. Ja. So macht man eine SU-122 Blatt. Ich habe jetzt auch das Stu geholt. Also die Stuck mit der 105mm Kanone. Ich habe die noch nicht gespielt bisher. Aber die geht auch ganz gut ab, denn bewegt sich Panzer. Kommt über den Hügel. Ist noch alles da. Drei Panzer, 4 Haas, ein Ostwind und ein anderer Jagdpanzer. Ach scheiß Sherman. Komm ran. Noch ein bisschen mehr und der Sieg gehört uns. Das ist ein feindlicher Panzer, ich glaube, das ist ein 4H. Zumindest denke ich, ich erkenne da Panzerschürzen. Ich versuche mal vorzufahren und den seitlich zu flankieren. Ja, die ist LWD. Fuck. Nicht sehr schlau. Ja, Motor und Fahrer sind bewusstlos. Fuck. Jetzt hat er mich. Na gut. Ich hätte doch warten sollen. Na gut, mal gucken, ob wir die Runde noch machen. Machen wir dich! Warum ist der Panzer 4 hinten? Rück vor, verdammt nochmal! Unsere Position wird eingenommen. Ach man, die Leute. Spielen Main Battle Tanks, aber wir wissen nicht, wie man damit umgeht. Der Jagdpanzer war gut, solange er in Verteidigungsposition war, aber sobald ich vorgegangen bin, schon war es scheiße. Deswegen, deutsche Panzer sind sehr gut für die Defensive. What the fuck? Einsatzbefehl Blind Hunt, oh geil. Brauche ich auf jeden Fall. Gut, das war's mal mit dieser Folge. Wir sehen uns dann irgendwann mal wieder hier, wenn mal ein besseres Update rauskommt. Ich meine, das hier ist jetzt schon nicht schlecht. Aber ich habe eigentlich gehofft, dass jetzt die ganzen britischen Panzer reinkommen, als
anstatt diese 4 Premium-Panzer. Und nun gut, dann sehen wir uns beim nächsten Mal. Bis dahin, ciao.